Aua! Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen entspannten Runde GTA Online hier am Hollywood Drive oder was auch immer das Walk hier für eine Straße ist. Boah, da liegt eine Granate auf dem Boden, hat er gerade gesagt. Und ja, wie ihr seht, hier sind alle freundlich, alle freuen sich, dass es jetzt endlich weitergeht hier in Los Santos. Wir haben total die Freundschaften geschlossen hier. Wir sind auf jeden Fall glücklich wie sonst was. Und unsere Firma ist ganz oben, Freunde. So muss das doch sein. Mit ja, die ist echt ganz oben, ne? Wir sind echt gar nicht Sarazza, so schlecht am Start. Der Dennis und der Major, guten Tag. Dankeschön, Curry, für die Anmoderation. Ja, hallo. Was? So. So, das war's. Wir müssen jetzt mal fragen, was der Chef, aua, was der Chef möchte. Ich will Geld verdienen. Ich würde mal sagen, dafür, dass wir die ganze Zeit so erfolgreich unsere Ware reingebracht haben, würde ich jetzt echt Bock auf Party, du. Ja, ne? Auf den Schlepper oder auf was? Den Schlepper. Tschüss, Sarazza, mach's gut. Tschüss. Also, ist schon zweimal gestorben, dieser Episode. Die dicke Schlepper-Party. Nicht mal eine Minute. Alter Schwede. Mal, ja, da wirst du schön, dass ihr eingeschaltet abgeschleppt. Habt. Und das war eine tolle, tolle Anmoderation vom Curry. Was richtig seriös mal ausnahmsweise, kennen wir ihn ja, gar ne? nicht. Also, ich bin ja. erstaunt. Okay, ich würde sagen, wir gehen zum Maze Bank Tower. Okay. Hier ist eine Stretch-Limo, wer fährt die? Komm, rein da. Ich nicht. Was viele ja gar nicht wissen, der Curry hat die seit neuestem Vollbahn. Ne? Ey, da sitzt einfach ein Kopf in der Limo. Ich hab Vollbahn. Schon wieder ja, tot. Ich kann sogar meine Hand da drin verstecken. Da saß einfach gerade ein Kopf in der Stretch. Ist ohne Scheiß. Der Major hat ja auch mittlerweile schon Vollbart wieder. Was ja, der Major klebt sich immer seine Schamhaare ja ans Kinn. Im Jahr hat er ja immer so eine Bartsaison. Ey, hier, und lass dann, uns. Hat sich schon Bartwuchs mit drin. Das ist schon Bart, als er rauskam. Also ich nehme jetzt hier die Stretch. Komm, Major, spring rein. Lass uns jetzt hier wieder mal zusammenreißen. Alle rein. Der ist mit dem Garnschuh rausgekommen. Wen sollen wir noch mitnehmen? Wen noch mitnehmen? Keinen? Wo ist denn die Stretch-Limo? Ich muss die jetzt kurz schließen. Wo ist denn hier? Ich kann sie jetzt kurz schließen. Los, ach geht's. Da, hier auch, Mann. Ich komme auch. Warte hier. Warte, ich hole dich ab. Ich bin tot. Alter, viermal in zwei Minuten, Alter. Ich hole dich ab. Bin tot. Los. Ey, so oft kannst du kommen, ey. Ich bin krass. So, ich warte mach schon auf Tower hier, ne? Mach dich krass. Boah. Zumindest der Files Gaming da gegen den Baum. Hey, ich hab die Limo, wo soll ich hinkommen? Hier ist auch noch eine Limo. Okay, warte. Ja, warte, ich komm zu dir, wir fahren gemeinsam. Der Matzbank. Wo bist denn du? Shit, ich sehe dich nicht. Ah, das ist der Ben. Okay. Hör auf, mich bleib kurz stehen, Freunde. Bleib kurz stehen. Ja, das kann doch wohl nicht sein hier. Aber nein, Alter. Ach, dann ist der Sarazza. Okay, ich bin Curry, wo bist du? Ich bin am Matzi-Banki. Am Matzbank-Tower. Okay, spring rein, Sarazza. Spring rein, ich bin dabei. Wo ist Major? Ich war auch Richtung Macebank. Gib okay. Gas! Gib Gas! Walle, du müsstest mich sowieso mal wieder einladen. Oh, in die Firma? Bist du nicht mehr da? Ja. Ja, mach ich das doch mal. Ja. Okay, ich kann gerade irgendwie nicht auf meine CEO-Fähigkeiten zurückgreifen. Da musst du einmal rausgehen und nochmal machen. So eine Scheiße. Jetzt geht's. Aber Mitarbeiter einstellen. So, dann würde ich sagen. Wollen wir auch mal ein bisschen aufgehen? Ne? Spieler. An wen machen wir das? Oder Einladung an Matsch. Ja, der ist auch rausgeflogen, ne? Deswegen. Richtig. Ja, deswegen war der nicht mehr in unserer Company, in der Playmassive GmbH, die es ja auch in Wirklichkeit gibt. Ja, aber im Spiel sie natürlich viel erfolgreicher, vor allem viel illegaler. Diese illegalen Machenschaften, ja, haben wir alles hinter uns, haben wir früher immer gemacht, so haben wir die Firma groß gemacht bei YouTube mit illegalen Machenschaften. Ja, aber der Dennis hat dann keine Lust mehr. Ja, das Problem war, der Gronkh hat immer in seinem Bart die Drogen geschmuggelt. Ich weiß und noch. Irgendwann ist es halt aufgeflogen, ne? Ja, da war Gronkhs Bart zu berühmt einfach. Kennst du noch diese eine Zeit, wo der Gronkh einen richtig krassen Bart hatte und auch ziemlich lange Haare? Ja. Weißt du noch? Das war war das nicht sogar beim deutschen Computerspielpreis vor 2-3 Jahren? Ja, kann gut sein. Das war die Zeit, ja. Das war die Zeit. Die GTA-Hochphase, möchte man beinahe sagen. So, jetzt aber hier. Komm auf den Laden. Ey, ich kann irgendwie nicht, du kannst Bruno nicht betreten, weil Cops am Start und so. Was machen wir denn Boss jetzt hier, oder? Dann werfe ich uns jetzt alle. Oh. Hä? Irgendwer hat dich in sein Büro eingeladen. Wo sind wir denn? Warum kann der mich einladen und ich kann da nicht rein, wenn ich die Cops am Start habe? Hä? That's Grand Theft Auto. That's really strange. Mal gucken, was der für ein Büro hat. Mal gucken. Ja, wo wir vorbeischauen. Hallo! Ja, wunderbar. Ist hier jemand? Ja, aber sicherlich, du. Is anybody out there? Ich muss euch auch mal dringend wieder Klamotten zuweisen. Wie er rumrennt, das geht ja mal gar nicht. Hat er nicht das gleiche? Alter, was hat der jetzt hier für eine volle Hütte, ey? Nimm mir die Bude auseinander. Ich kann mal eine ganz normale Party-Folge machen, ne? Aber, nee, komm, wir machen mal wieder hier Konzentration, oder? Bevor jetzt wieder nur Scheiße machen. Ich dachte, wir feiern jetzt, weil wir Partyfolge, willst du, sollen wir wirklich eine Partyfolge machen? Nein. Gehen dann die Dislikes auf deine Verantwortung? Man kann ja vieles machen. So feiern, weißt du? Was kann man lass doch nochmal rausgehen, wir können jetzt einfach so eine Runde Bingo spielen oder so. Was denn? Bingo? Ja, so eine Runde Bingo spielen. Ja, theoretisch Bingo spielen. Können wir auch noch Wahrheit oder Pflicht spielen, ne? Ja, dann fangen wir mal an beim Curry zu fragen. Okay, Curry.
Können ja Curry oder Pflicht oder Curry oder nichts spielen. Aber sollen wir nicht lieber mal noch eine Mission machen, die unsere Firma steigert, bevor wir so einen Scheiß machen? Besser. Da muss der Chef sagen. Ja, Firma, komm, wir arbeiten mal. Jungs, raus sagt, hier, raus hier aus dem Laden. Alles klar, wir raus. Wir nehmen eine andere Etage. Raus, Rossi, Rossi. Problem, Alter. Raus! Ich habe einfach gar keine Nase mehr. Hä? Ich bin jetzt zwar auf dem Dach, aber gut. Ich bin auch ausgestiegen ganz da unten. Ende ja, weil dann lad uns doch mal ein. Ja, ich steig jetzt hier. Honigkuchen. Ich öffne jetzt diese Türe. Ich gehe am Büro zu klingeln. Hä? Hey, lass mich in Ruhe. Willst du mich flachsen? Haben wir hier gar kein Büro oder was? Dein Büro, mit Organisationsmitgliedern. Ich fall runter. Vielleicht kommst du doch. Ich platsche auf in 3, 2, 1. Keiner da von euch. Ihr seid ja super. Ihr seid nicht meine Umgebung. Walle, ich klopfe mal an da. Ja, würde ich auch. Der Baum hat mich aufgefangen. Hör, ich bin ein Mr. Irgendwer? Ich hab doch mein Büro betreten. Das ist doch verarsche. Wir sind in Apokalypse. Ich bin bei dir im Büro, Walle. Aber jetzt Estefania ist nicht hier. Ja, irgendwas backt hier gerade krass, oder? Also ich meine auch, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass ich mein Büro betreten gemacht habe. Sag mir jetzt nicht, guck mal nach vielleicht oben, bin ich gar kein CEO mehr oder denn? Sowas. Doch, da hätte ich euch ja nicht zum Mitarbeiter machen können. Das ist jetzt ziemlich unlogisch. War schon gut. So, jetzt gehen wir hier nochmal rein. Ist mir gefallen. Ja. Hä? Das ist mir ein Rätsel. Lad mich mal ein zum Büro. Ja, ich bin ja noch nicht mal. Ich komm da nicht drin. Ich komm da nicht drin. Lad mich doch ein jetzt. Boss, hör mal, ich will doch jetzt mal hier produktiv sein. Ich weiß sein. Ja nicht, wo ich jetzt hier bin. Bestimmt wieder Mr. Irgendwer. Ja, hör mal. Kann es sein, dass du beim falschen Mace bist? Nee, Blamesse, ich bin drin. Ihr könnt klingeln. Ja, es gibt ja so viele, ne? Ja, ich lasse aber den Mufflord ins Büro. Komm, Mufflord. Vielleicht hat der Sarah seine Extended GTA-Version. Ja, nee, ist gut. Ja, der hat jetzt 5 Mace Bank Towers, Alter. Reiner, reinfallen, lass mal rein. Ich lasse jetzt alle rein hier. Ich klinge da auch mal beim Salat. Ja, ich lasse sie alle rein. Die können alle hier. Machen wir rein. Ich nehme den Preis nicht an. Ja, doch, können das wir Büro der Playmassive mal begutachten. Heute Tag der offenen Tür bei der Playmassive. Ja, ja, wir bieten cool. Ausbildungsplätze an. Nee, bieten wir nicht. Schreib bloß keine. Wir kriegen nämlich ständig Bewerbungen. Eben. Sag das nicht, Dennis. Komm, Walle, dann hab mich mal ein hier. Ich kann da nicht reingehen. Ja, ich kann euch nicht freischalten. Ich bin tot. Ich kann. Ja, jetzt. Ich bin leider vor Freude geklingelt. Umgefallen. Ihr habt nicht geklingelt. Sag jetzt habe ich die Freude jetzt. Einfach in Oma. Denn mal Fuyu Smiley darf natürlich auch rein. Er hat so toll mitgeholfen in den letzten Folgen. Ja. Smiley. So. Hey, Saraza, darf ich auch rein? Ja, wenn du klingelst, lass ich dich rein. Ja, dann klingel ich was doch mal. Was ist denn hier los? Ja, sag Bescheid, ne? Sag Bescheid. Ja, es ist Party hier. Party im Blamesse-Büro. Okay, jetzt kann ich was auch rein. So. Danke. Und jetzt machen wir erstmal hier. Schön. Verwaltung. Miss America ist auch jetzt mal den Stil. Jetzt zieht euch mal wieder was anderes an. Es geht ja gar oh nicht nein. Um. Doch, ich ziehe euch jetzt um. Und das ist so geil, dass ich bestimmen kann, wie ihr aussieht. Was ist das denn da? Ach, das freut mich. Ich mach mal wieder den Geschäftsoligarch. Der feiert den 4. Juli, oder? Oh, jetzt geht's wieder hier rund. So, wir sind jetzt. Der feiert 4. Juli, ja, Liberation Day. Guck mal, besäuft sich da, Smiley. Oh, lass mal ein Meeting machen, Freunde. Haben wir schon lange nicht mehr. Ja, ah, ich muss Sarah, du musst jetzt mal den nächsten Job organisieren. Oh, so, Junge, der Vorstandsvorsitzende muss mal an den Tisch und erklären, wie es zur Zeit aussieht. Ja, was soll ich denn? Eine Analyse kriegt er auch nie in echt. Kriegt er nur alle Jubeljahre. Was für eine Audienz du hier hast heute. Ja, boah, wir sind ey, alle Alter. Bereit. Ja. Ah, das ist ja. Tell me more, Saraza ist eine Whore. Was? 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 Boah, wie groß ist denn der Mufflord? Der ist ja voll riesig. Okay, Freunde. Hier ist meine Knarre. Und da ist mein Sitz. Und jetzt erzähle ich euch was. Freunde, also, das sieht nicht ganz gut aus mit unserem Unternehmen. Die letzten Zahlen waren nicht schlecht, aber wir müssen mehr erreichen. Mehr erreichen für die Weltherrschaft! Und wir arbeiten daran und das war's. Fickt euch alle. Ihr seid verdammte Huren. Ich lasse Don California in mein Büro. Seid ihr mit einverstanden? Ich nehme eine Knarre, halt die Fresse. Okay, dann machen wir also, das war die Ansage. Ich habe einiges gelernt heute. Alle top motiviert jetzt. Ja, voll scheiße, ey. Hör ja auf. Soll lustig sein, hör mir auf, ey. Traurig. Curry! Oh. Wir setzen ja. Jetzt hier an den Rechner und jetzt kümmere ich mich drum, dass wir einen neuen Job kriegen. Schluck dich weg. Ja, reiner Reihenfall. Nimm mir nichts von der Kohle weg. Nimm nichts von der Kohle weg, ja? Lass die da liegen, mein Freund. Okay, ich bin bereit. Saraza und ich liebe Penisse nicht. Das war ein Passwort. Oh, Cypress-Lager, Alter. Boah, was da alles reingeht in Cypress-Lager. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, ich würde sagen, wir gehen zur zur Lagerhauskarte. Wir könnten jetzt theoretisch noch ein Lagerhaus kaufen, machen wir aber nicht. Deswegen gehen wir zur Übersicht und kaufen ein bisschen Ware ein. Jetzt 3 Kisten Tabak und Alkohol. Jo. Aus.
Jungs, wir müssen 3 Kisten Tabak und Alkohol organisieren. Oh, Tabiala. Seid ihr bereit dafür? Was geht bei dir? Was ist mit dir jetzt? Ich guck aus dem Fenster, auf einmal fliegt da so ein Typ vorbei. Achso, ich dachte, Curry hat mal wieder nach links geguckt in den Spiegel. Also, so. Hey, ja, ich würde sagen, ich verlasse das Dach nicht. Nein, ich organisiere uns einen Flieger, okay, ja, der mitkommt. Der Executive Assistant. Nicht den Curry fliegen lassen, der ist doch wieder voll. Nein, es geht, ich bin noch nicht so betrunken. Okay, nicht, ihr habt hoffentlich nicht gesoffen. Ausnahmsweise. Okay, wer ist Pilot? Der Curry-Boss, komm. Curry ist auch einfach der beste Pilot von uns, oder? Muss man ehrlich gesagt sagen, ne? Ist er muss man ehrlich Pilot. Gesagt wo ist der Major überhaupt? Er fliegt mit. Bin noch da. Der fliegt mit. Zu. Hey, fliegst du mit, Major? Ja, ich bin okay. Drin. Major, rede doch mal mehr. Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Wo kommst du her? Wer ist das? Jetzt reden wir über private Angelegenheiten. Ja, klar, ist aber interessant. Eigentlich bist du ja aus Deutschland, ja, aber eine typische Abstammung, ne? Kann man ja erzählen, wir wissen ja nicht alle. Ja, für Dennis komme ich irgendwo manchmal aus Syrien. Iran, mal Irak, Syrien. Ich war letztens in London und bin ich so durch die Tube gelaufen, durch diese Bahnhöfe da. Und dann sehe ich da so ein Plakat: Aladdin. Ja? Da muss es natürlich direkt an mich. Wie der Zufall es wollte, habe ich direkt an welcher gedacht, ne? Ja, klar. Warum, Junge? Weil du. Ja, du darfst ihn aber nicht beleidigen, Aladdin? Das ist okay beim Dennis. Es ist eine Falle. Siehst du, der wirft dich da aus. Hey, was macht ihr denn, Leute? Was macht der? Der BM Mafuyo wieder. Der Vogel. Leute, mit Schießen. Helft ihr mir, oder? Nö. Ja. Ich muss jetzt mal hier rauskommen. Da geht ja gar nicht. Aber ich könnte ja mal theoretisch hier den hier machen, ne? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So, hier ja, der LKW. Schön. So muss es laufen. Sag nochmal bitte LKW. LKW. Danke. Tschüss. Verstehe ich jetzt nicht. Oh, ich habe aus Versehen getötet. Das war eigentlich gar nicht so extra und bewusst. Hier, jemand muss den Müllwagen da, ne? Oder ja. Was auch immer das ist. Nimm die Kiste mit. Das Ding ist in Flammen. Jetzt. Da, muss jemand mitnehmen. Spring rein. So, mal früh, dann stell mal ein, deine Kiste. Ich bin am Geschütz. Aber hier sind noch welche. Ja, let's go. Der Pott ist am Rollen, hör mal. Der Pott ist am Rollen. Ah, das ist ja eine easy Mission jetzt hier. Hey, wir kommen mal los. Rein, hör mal, mit Mann. Party. Ja, ich muss aber voll weit fahren, ne? Kurven quietschen. Nee. Fuyo, go, go. Muss nicht weit fahren. Du kannst ein bisschen höher fliegen, Curry. Ruhig. Yep. Weil dann so ein bisschen so nah an der Straße immer mit dem Geschütz. Ja, das stimmt, hast recht. Hast du vollkommen recht. Boah, Alter. Was jetzt? Ja, wir sind on the road, ladies and gentlemen. Oh, links wittert die Konkurrenz. Ah, keine Sorge. Eine Ruhe. Keine Sorge, Junge. Boah, viele Autos, die hinterherfahren. Ja, voll die Kolonne, ne? Einer sich verdächtig verhält. Ja, wissen wir Bescheid. Wir sind Luftunterstützung. Das on ist point. Gut. On point predicting. Ja, aber die Luftunterstützung ist auch bitter nötig, ey. Ja, boah. Freunde, ey, was machst du denn? Warte auf die Cops. Was soll die Scheiße? Was macht der Dennis da? Wenden. Achso. Ey, wir verlieren die Ware, ne? Dann bist du direkt der raus typ, aus der Firma. Der hinter dir fährt Dennis freundlich, oder? Vorsicht, da kommt der Cops. Der Mr. Irgendwer, ja, der ist freundlich. Jo, weggeräumt. Nice, Mann. Yo. Aber irgendwas schießt auf mich. Irgendwer Tango schießt down. Auf mich. Tango down. Ah, der rechts von mir, der Aiden. Ja, ja, genau. Nice. Jo, hab ich erledigt, jo. So muss das gehen hier in der Crew. Yo, boah. Ich hab da mal ein bisschen Platz geschaffen hinter dir. Ihr müsst die Cops abknallen von mir. Ja, das mach ich auch. Hier, warte, mach mal. Ja, arrivederci. Gar kein ich hab jetzt Problem. Leider keine Ort mehr, weil ich die Cops habe. Ich muss den letzten anrufen. Wir machen das schon, du. Und der Major mit geistigem Einsatz dahinter. Wir haben keine Sicht. Kann halt nur schießen, wenn ich den links. Ja, ist ja kein Thema. Die Cops loswerden, Curry. Boah, scheiße, meine Nase juckt. Hast du wieder zu viel Hasch drin? Okay. Warte mal, ist das ein Feind hinter dir? Der Gigant ist ein guter, ne? Das ist einfach 5000 Autos. Ja, man muss jetzt echt, wenn da so viele mitfahren. Oh, Mafuyo stehen geblieben. Tango down. Nee, was macht er da? Wenden. Oh, Vorsicht. Ah, das ist kein Cop. Achtung, das ist kein richtiger Cop. Nicht draufballern. Da hat jemand den Wagen übernommen. So, jetzt geht's los zum Lagerhaus. Oh, geile Action Jawohl. Hier wieder, ey. Aber wir so müssen das irgendwann mal ohne probieren, ohne den Dings zu klären, ohne den Hubi. Das kannst du vergessen. Ja, ist zu krass, vor allem, wenn sich andere Spieler einmischen. Der fällt jetzt aus, ich kann nichts mehr machen. Ich lande das Ding. Bleib drin. Yo, Mann, der Vogel ist gelandet, yo. Yeah, Mann! Oh, nice, Alter. Easy! Boah, da ist gerade was explodiert. Ich wollte auch gerade draufballern, aber ich dachte, nee, lieber nicht. Ah. Wie auf den Breaking Bad Transport, oder was? Mhm.
Sauber! Ach schön, da freue ich mich. Was ist hier los? Was ist hier los, Leute? Hä? Was ist hier los? Da gehe ich doch mal direkt ins Lager aus. Guck mir das mal an. Sagen, nur cool. Komm, geh mal ins Lager aus. Guck mal die Bestände an. Wir gucken uns mal die Bestände an. Hier haben wir Platten, so, was ist das hier? Sind, Silber, ja. Gold, also silberne Barren, okay. Ja, die Silberbarren sind das, ey. Du, die verkaufen mal. Das? Ah, das sind Champagner. Oh, das schreit wieder eine dicken Party. Oh, guck mal hier. Geil, ey, ne? Der Champagner haben wir dann ja auch in der Bude, ne? Wodka, ja, alles dabei und das war's. Ja, mehr haben wir noch nicht. Doch, könnt ihr euch vorstellen, Freunde, voll, dass dieses Lagerhaus eines Tages voll sein wird. Alles wird uns gehören. Wir werden dir Reichtum haben. Oh, ich habe aus dem Gerards Anruf angenommen. Von dem will ich doch gar nichts. Was? So, ist doch gar kein Problem. Ja? Ist doch, was? Wir sind, hä? Bitte? Ja, bitte? Was ist denn hier los? Hä? Wo seid ihr alle auf einmal? Draußen. Ich bin wieder rausgegangen. Ach so, ich dachte, wir machen jetzt hier Party mit nackt ausziehen, Helikopterdick auf diesen schönen, naja, dann halt nicht. Randale! Also verkaufen tun wir noch nicht, wir sammeln erstmal noch ein bisschen was ein. Wir haben natürlich jetzt schon was eingesammelt, aber diesmal machen wir richtig cool. Ein bisschen schade, dass man nur immer drei Sachen einsammeln kann, weil es... Oh, Alter, komm mal gerade wieder raus, ist direkt tot, ey. Randale! Echt, Randale, machst du gar nichts. Randale sind Michael! Michael, komm mal angesprochen. Smiley! So, dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen... Smiley! Free-Roaming-Action, ne? Würde ich sagen, oder? Alle aus! Ah, ich könnte mir mal gerade Waffen kaufen. Genug. Das wäre vielleicht echt mal ein... Das ist auch so geil, in der Ego-Perspektive. Habt ihr mal den Feuerwerkskörperwerfer da reingezogen, euch? Ja. Das Feuerwerk-Abschlussgerät in der Ego-Perspektive. Wie geil das ist. Wow! Huch, was hast du denn gemacht? Was war das denn? Oh. Alter, ich bin weggesprengt. Was passiert denn? Major, Mach bleib Lord. Mal bitte Mach stehen. Lord. Ich probier mal's aus. Guck mal, der eine fliegt in der Luft. Ja. Oh. Also ich wollte dir ins Gesicht schießen eigentlich mit der. Aber nicht gut. Hast du gesehen, Cory? Ich kann dich nicht töten, guck mal. Im Gamepad hier. Ja, da ist doch gar keiner. Hä, hey, ich stehe auf Mafia die ganze Zeit ein. Nein. Jetzt ist der Ton. Hä, hey, der steht immer wieder auf. Hä, hey, der steht doch gar keiner. Komisch. Hombre. Boah. Oh. Alter, was ist hier los? Cory steht einfach mittendrin mit einem Minigun. Ja, rasten wir jetzt nochmal aus, boah, oder was? Der eine greift mich im Basic. Ja, nochmal zum Abschluss hier ein Ausraster, oder? Ich hab den erschossen. Boah, der kniet vor mir auf dem Boden und kippt jetzt erst um. Ist ja geil, theoretisch können wir als Firma gemeinsam voll die Scheiße machen, ne? Ja. Wir können ja richtig die Straßen übernehmen und sowas alles, ne? Ich muss es nur richtig machen. Ja, mittlerweile rocken wir ganz gut hier, würde ich sagen. Hier brennt alles. Playmassive! Ja! Boah, ich steht da auf der Wand. Ja, man muss hier immer ein gutes Plätzchen suchen. Hast du einen Feuerwehrwagen, Curry? Da steht einer. Dann lass mal alle mit denen abhauen, komm. Okay, brennen wir durch mit dem Feuerwehrwagen. Wer hat den? Okay, Feuerwehrwagen ist tot. Ach, scheiße. Schade, da brennt er vor uns. Okay, dann lass mal mit irgendwas anderem abhauen. Jetzt ist alles zu Ende. Ja, aber der greift uns nicht an gerade irgendwie. Ich hab das perfekte Fluchtauto. Oh, irgendwer hat mich da gerade... Bisschen von hinten genommen. Aber wir fliehen jetzt. Ja, Mann, wo ist das Auto? Hier ist das perfekte Fluchtauto. Hier. Springt rein. Ja, Melcher und Curry, fahren einfach rein, weg. Springt rein. Das ist dasselbe. Okay, go, go, go. Gib Gas, komm. Alter, ja, Mann. Hey, bist du auf die Reifen schießen, Melcher, auf die Reifen schießen. Ja. Nein! Ja, tschüss, Curry! Der hat auf die Reifen geschossen, Mann. Ja! Oh Dorissen! Boah, geil. Dorissen! Der ist verrückt. Cool, hat doch super geklappt, Alter. Boah! Wir sind raus aus der Nummer. Wir sind raus aus der Nummer. Alter, Smiley! Smiley! Das Auto kommt sofort zu... Ja. Das warst du, oder? Nee. Werden uns getötet. Irgendwie sind wir gestorben in die Luft. Cops, glaube ich. Ah ja, dann. Aua! Die scheiß Cops hier, ey. Dann verabschieden wir uns jetzt. Komm, das wird auch nicht besser, die Episode. Es ist zu Ende. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Kohle wieder rangeschafft, ja. Hat ein bisschen Action am Anfang. Und ja, war eine spaßige Folge insgesamt. Wir sehen uns wieder in der nächsten. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Ciao. Boah. Was ist denn jetzt da vorgefallen?